Das ist nicht gut, weil wir haben nur noch 1,7 Kilometer vor uns und ich weiß nicht, ob wir bis dahin noch einen passenden Schoner finden werden. Da! Den holen wir uns jetzt. Ich denke mal, den holen wir schnell ein. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Sehr gut, weil dann haben wir auch die Hauptmiss, also die optionalen Missionsziele, optionalen Missionsziele erreicht, haben dann sozusagen 100%. Ich glaube auf 250 Meter ist reicht meine vordere Enter Haken Kanone, was auch immer das für ein Ding ist. Okay, das war schon mal ein Mega Fail. Sind bereit, Sir. Das war die Hauptsegel. Okay, jetzt müssen wir erstmal hier. Wir wurden touchiert. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Feuer! Und jetzt kriegen sie die volle Breitseite. Da sind sie am empfindlichsten. Feuer! Sehr gut. Dann nehmen wir das Ding mal ein. Zieht sie ran mit aller Kraft! So, wir gehen jetzt mal hier nach oben. Ja, bei größeren Schiffen wird es dann erst richtig geil, wenn wir dann von Mast zu Mast darüber springen können. Bei solchen Schonern ist es jetzt erstmal noch ein bisschen, ja, nicht so einfach, so einen richtig geilen Kampf draus machen. So, wir boxen uns jetzt ein bisschen durch hier. Zack. Okay, bei dem muss er die Feinde sprechen. Zack. Dann holen wir uns jetzt noch den dritten. Der scheint gerade nicht zu reagieren. Der war easy snack. Oh, da ist noch einer. Und wir haben einen von der Crew verloren. Naja, tut mir leid. Zack, so. Dann wäre diese schon auch geändert und damit hätten wir unser Hauptziel recht, meine Freunde. Haben wir noch das bisschen rum am Start. Sehr gut. Dann begeben wir uns jetzt mal dorthin, wo wir hin sollen. Weiß nicht, was wir da machen wollen. Keine Ahnung. Mal schauen. So, wir gehen mal hier nicht in die Reisegeschwindigkeit, weil ja, genau deswegen. Wir wollen ja nicht kollidieren. Running down the Cuba. So, dann parken wir das Ding mal hier. Raus aus dem Wind! Sehr gut. Hauptsegel aufgehalten! Hauptsegel bergen! Wir müssen da hin, zu so einem Laden. Salt K Bank. Oh, das ist, oh, das tut mir leid, Sir. Kannst du schwimmen, ja? Alles klar, ja, kein Schwimmen. Sehr gut. Servus, amigo. Kaufen. Oh, die Checktor wird aufgerüstet. Und zwar wird der Ruhm verbessert. Ja, der war ja sowieso total im Arsch. Jawohl. Meine Freunde, wir sind jetzt besser unterwegs. Jawohl. Die Mission hat mir doch mal richtig gut gefallen. Da gibt es mir einen, gefällt mir sehr gut drauf. Gut. Kein schlechter Fang heute. Weiter so, Nassau könnte die erste Stadt sein, in der Männer und Frauen so leben, wie Gott sie schuf. Einfach und frei. Dazu braucht man nur ein paar Tropfen Blut und Schweiß und ein paar Fetzen Stoff. Wir tragen keine Farben. Preisen, deren fehlen.
Und so steht diese schwarze Flagge für nichts als unsere Liebe zur Freiheit der Menschen. Die ist für dich. Jawohl. Sei stolz darauf. Danke. Gib mir den Zettel, den ich dir gab. Wollen wir unsere Republik behalten? Brauchen wir Gold sowie Kanonen? Du meinst die Navy angreifen? Solange es König Philipps Navy ist, wird es unseren Monarchen nicht verärgern. Ja, jawohl. Erstmal die Navy angreifen. Wie du sicher bemerkt hast, ist die Zahl der Handelsschiffe in diesen Gewässern dreimal höher als die Zahl der Kriegsschiffe. Ei, leichte Beute, aber in kleinen Dosen. Stimmt. Und um die Marine hervorzulocken, richtet man am besten etwas Unheil an. Okay, und wie? Ein paar kleine Fische, um die Großen zu ködern. Genau. Also kapere und plündere frisch drauf los, Captain Canway. Ah, wir sollen Metall plündern, steht da gerade. Und der hat Metall. Mehr Segel, alle Segel! Den werden wir uns mal direkt snacken. Außer Gefahr, Sir. 500 Meter. Ja, wie das Dings funktioniert, weiß ich doch schon bereits. Segel voraus! Eine Militärbrücke am Horizont. Gutes Auge, Mann. Bist du bereit dafür, die Schoner könnte mal bitte. Ey, das ist ja genial. Dafür, die Brücke aufzubrechen. Die kriegen sogar mit, wenn ihr ein Schiff ankommt. Na, genau das wollte ich hören. Jawohl, meine Freunde. Bemannt die Kanonen. Vorsicht mit der Navy, Jungs. Die können ebenso rammen wie Breitseiten geben. Ich setze die Pulverfässer gegen sie ein. Oder? Nein, gute Idee. Alle Segel, sie verträgt das! Bam, Junge, jawohl! Direkt hinten auf Sack drauf! Der letzte Schrupp, die Feuer! Oh oh! Rahm- und Marssegel fest! Die legen Tor! Kanone, Feuer! So. Auf dein Zeichen, Captain! Setzt jeden Zoll Segel! Macht euch Entdeckung, bereit. Alles klar! Erstmal direkt ausgewichen, mein Freund! Auf Geilen, neben Druck vom Baum! Diesmal haben sie uns! Feuer! Ja! So, den werden wir jetzt richtig hart snacken, das könnt ihr aber wissen. Und zwar so, wie es sich für einen Canway gehört. Feuer! Vorbei! Sind die Haken fest? Oh, oh, ich glaube, die wollen uns rammen. Aber nicht mit mir. Seesegel einholen! Na, komm schon! Bring die Hauptsegel in den Wind! Segel setzen! Okay. Erstmal noch ein paar Feuerfässer werfen. Und jetzt noch mal eine Salve. Ja! Ihre Schwachstelle ist ungeschützt. Schieß! Feuer! Entdeckung. Boah. Okay. Feuer! Getroffen, Captain. Oh oh. Aufgeilen! Neben Druck vom Baum! Oh, das ist gar nicht so einfach, meine Freunde. Feuer! Wir brauchen echt ewig, bis wir das Ding haben. Ihre Schwachstelle ist ungeschützt! Achtung! Oh, die schießen das 6. Nein! Oh, wir sind aufgelaufen. Fuck. Das ist nicht gut. Feuer! Ein gut platzierter Schuss! Feuer! Wir brauchen Zeit und eine Boah, war das arschknapp, ey. Feuer! Da ist sie am schwächsten, Captain! Feuer! Okay. Bereit zu schießen! Feuer! Jawohl! Da haben wir das, Baby! Okay, ich glaube, die Brick ist jetzt ein Ding größer. Das wird jetzt nicht ganz so einfach, das Ding zu kentern. Wir werden einfach gleich mal sehen, wie es läuft. Aber ich denke mal, es wird easy. Easy wird's. Alle Segel, Bewegung! So, da haben wir doch nur einen Balken verloren. Das lief doch mal gar nicht so schlecht. Das Problem ist, wir haben ein Dings, also wir müssen jetzt auf jeden Fall mit der Brick unsere Jackdaw reparieren. Öffnet die Hauptsegel! So, aber jetzt wird das Ding erstmal geentert. Jetzt geht es, Jungs! Rettet sie in den Arsch und lasst die britischen. So, wir benutzen jetzt erstmal nochmal die, die hier. Ich glaube, jetzt werden wir nicht 10 auf einmal schaffen. Aber wir haben schon mal 4. Und das haben wir 7. Oh, ich habe gerade voll gefällt. Egal. Alles klar, wir gehen
mit... Ach, ich wollte doch eigentlich mit der ein Seil rüber, so richtig elegant. Ach, fuck, das klappt irgendwie nie. Sehr gut. So, uns fehlen jetzt leider 5 Metall, das ist ziemlich schade. Aber immerhin haben wir ein paar Crewmitglieder bekommen und werden jetzt erstmal das nutzen, um unsere Jackdaw zu reparieren. Ja, wir müssen uns jetzt noch eine Brick holen, weil wir brauchen noch mehr Metall. Sprich, wir halten jetzt Ausschau nach einer weiteren Brick. Erstmal müssen wir die Jackdaw drehen. Genau so. Es schifft gerade und es ist sehr neblig. Das ist nicht so gut. Ich habe ein bisschen Angst, dass gleich ein Sturm aufkommt. Obwohl Regen eigentlich ganz chibisig ist. Ich mag Regen. Nur der Nebel stört mich ein bisschen. Da ist eine Brick, aber die hat nur Scheiße geladen. Very well. Ja, wie gesagt, da hinten ist eine Brick. Wir werden uns mal auch in die Richtung bewegen. Alter, was sind da für ein Megaschiff? Da hinten das Schiff. Na komm, dreh mal bitte schneller. Obwohl, hier sind gerade voll viele. Aber die haben alle kein Metall. Na toll, das ist nur ein Schoner. Ach, das war ein Felsen gewesen. Na toll. Alle außer Großbergen! Dann gehen wir jetzt wieder Richtung Pfeil. Ich weiß gar nicht, der Pfeil ist, glaube ich, im Norden, oder? Würde ich jetzt mal sagen. So, in der Hoffnung, wir finden jetzt noch eine schöne Brick mit Metall am Deck. Try Tortuga. Die kommt direkt auf uns zugefahren. Ah, noch eine Brick und da ist ein Kanonenboot. Ja, wir sind gerade nicht so glücklich, was das Finden von... Ah, die erste Brick war direkt eine mit übelst viel Metall und jetzt leider nichts mehr. Dann müssen wir erstmal weiter segeln. Durch diesen kleinen, aber feinen Sturm. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass unsere Brick viel größer ist als die Brick von denen. Kann das sein? Ja, finde ich schon. Alle gleichen, gekonnt fahren wir erstmal direkt dran vorbei. Die hat auch nur Holz und Stoff geladen. Ich weiß gerade gar nicht, wo wir überhaupt hinfahren. Wir fahren erstmal straight in Norden, ja. Da hinten ist noch ein Schiff. Irgendwo da, da. Jawohl, ein Kanonenboot. Ja, das wollen wir doch haben. Dann würde ich sagen, müssen wir jetzt mal gekonnt umdrehen. Drehsegel hoch, aufgehen! Und in die Richtung fahren. Was anderes bleibt uns nicht übrig. Ah, das war die Brick von eben, die hatten wir gerade schon. Na, ja, das war die von eben. Ein Kanonenboot. Verdammt, ey. Das ist gerade nicht gut. Wir finden einfach nicht.
Diese dumme Brick. Mit Metall. Geladen. Weit und breit ist gerade nichts zu sehen. Wir müssen nach links fahren, dann finden wir noch ein paar. Dann müssen wir sowieso. Och man, geht auch nur rum und. Das kotzt gerade leicht an. Ach Leute, weil wir gerade schon so die ganze Zeit rumgefahren sind, wir müssen jetzt einfach mal die Bricks snacken. Alle Mann auf Posten! Bereit zum Feuern, Captain! Erstmal ausweichen. Oh, die will uns rammen. Feuer! Der Treffer könnte sie lahmlegen! Feuer! Der macht Befehle, so. Offenbar kriegen wir das. Feuer! Ja! Segel setzen! Durchs Wasser zu schießen. Bereit zu feiern, Sir! Feuer! Ja! Ein gut platziert, Zeit machen für Aufschlag! Okay. Feuer! Ja! Ihre Schwachstelle ist umgeschützt! Feuer! Feuer! Die Verlangsion! Jawohl, das war nice. Kräft die Top- und Bramsegel! Komm schon. Feuer! Captain, ein paar Treffer hier und sie bricht! Feuer! So, jetzt gehen wir noch ein Stückchen nach rechts hier. Feuer! Da ist sie am schwächsten, Captain! Haltet euch fest! Feuer! Feuer! Da, so, Captain! Da sind sie am Feuer! Sir. So viel Segel, wie ihr könnt! Ach. Ein Schott hat's völlig zerlegt! Die Sektion ist verloren! Diese Bastard, ich hab's schon gesehen, wie sie uns rammen wollten. Feuer! Ja. Okay, wir haben sie schon mal lahmgelegt jetzt. Warten auf dein Zeichen! Feuer! Sie präsentieren sich uns! Lasst sie dafür bezahlen! Feuer! Nein, das könnt ihr vergessen. Sehr gut. Wir haben mal lahmgelegt. Gebt den Wind ab! Und jetzt entern wir das Ding. Mehr Segel! Alle Segel! Aufschießen! Segel setzen! Segelreffen raus aus der Böe! Mir verstanden? Und die Topsegel auf, Männer! Zieht sie ran, Matrosen! Jetzt geht's los, meine Freunde! Es war auf die harte Tour. Haltet mein Deck sauber! Verstanden! Der Hüpfe da gehört mir! Hallo, Liebe! Jeder, der das Schiff betritt, stirbt! Okay, der haben wir gesnackt und den snacken wir uns auch noch. Hat nicht funktioniert, alles klar. Dann gehen wir jetzt mal rüber und nehmen teil an diesem Gemetzel. Jawohl. Oh, den haben wir einfach hier, ist nett. Jawohl. Zack. Und das Ding ist gewonnen. So schnell geht's, meine Freunde. Aber leider fehlt uns immer noch das Metall. Und wir haben ziemlich viel Leben verloren. Das ist gerade ziemlich nicht gut. Ist nicht nie gut. So, hier drüben sind sehr viele. Mit dieser Beute können wir das Schiff aufrüsten. Aber alles nur, da ist eine Brick. Ach Mann. Brick, Kanonenboot, Brick, Schoner. Ja, scheiße. Da ist zwar noch eine Brick. Gib mir etwas Fahrt! Aber die hat leider auch kein Metall. Wir suchen nach Metall, meine Freunde. Aber ich würde sagen, die Zeit ist vorangeschritten. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal ein kurzes Häuschen. Und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Oder vielleicht sehen wir uns auch gleich wieder, bin ich mir nicht sicher. Ansonsten auf jeden Fall mache ich erstmal ein kleines Päuschen. Wir sehen uns. Ich hoffe, wenn ich jetzt hier... Ich hoffe, der speichert das. Ich bin mir nicht sicher. Oder? Ach komm, wir machen die Mission noch schnell zu Ende. Wir müssen die Mission jetzt zu Ende machen. Ein Rundchen geht das nicht. Ich würde sagen,
Ich suche jetzt mal nach einer Brick, die genügend Metall bei sich hat, und dann sehen wir uns gleich wieder.